Doomras? Also was Schlimmeres als ein Doomras? Ein Doom Crate. Kiste. Du bist keine Kiste. Du bist auch keine Kiste. Das ist gemein. Oh. Oh, 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 oh. Hm? Ach, daneben. Oh, doch nicht. Oh. Er ist echt doof mit so wenig Schaden machen. Man kann nicht darauf bauen, dass wenn man schlägt, dass der Gegner rumkippt. Alle hopp. Alle hopp. Aber wenn ich jetzt hier das da mache. Oh, gar kein Mana für. Oh, wow, wow. Da bist du ja wieder. Kaputt. Oh, hey. So, schon besser. Lebenspunkte sehen allerdings nicht gut aus. Absolut nicht gut aus. Wir müssen gleich zurück. Oder wir werden schräg oben angestürmt und sind einfach tot. Das können wir natürlich auch machen. Hokage, Alzheimer und jeder Angriff schubst uns stark weit weg. Und ein verrückter Paladin. Verrückt will ich nicht mehr. Select. Archmage, Hekogage und Spellsword. Die sind alle nicht so toll. Kann ich nochmal? Nicht wirklich, ja? Na gut, dann ein Hokage. 1800 reicht für mehr Rüstung. So, Hokage. Mit 222 Lebenspunkten. Ist schon mal mehr als der meine hat. Aber dafür bringt er nicht mehr Gold. Oh, wart mal. Mist. Ich hätte schon wieder den Architekten benutzen können. Dann hätte ich mich nämlich direkt zu dem Boss in dem Tower begeben können. Und den einfach umbringen. Weil der Hokage hier macht ja extrem Schaden. Macht zwar keine Crits oder weniger Crits, aber dafür mehr Grundschaden. Oh. Und ich muss an seine Sonderfertigkeit denken. Keiner dieses Baumstumpf-Wegflieg-Ding machen. So, also hoch zum Turm. Alles andere ist egal, wir wollen nur hoch zum Turm. Oh. Und mal eben so 5 Mana mehr. Okay. Baumstamm. Baumstamm. Oh. Ich dachte, man kann nicht in den Gegner reinspringen. Okay. Wieder was dazu gelernt. So, gut. Kaputt und... Ah, sehr schön. Eine Rune, und zwar Haste. Oh. Unten springen. Unten springen. Aber Haste bin ich nicht so der Freund von. Bist du ein Bild oder bist du ein Bild? Du bist ein Bild. Ich würde gern nach oben. Ah. Gerne weiter nach oben. So, geht mal alle weg. Ich will doch bloß den Boss aus dem Turm töten. Der muss hier doch irgendwo sein. Bist du ein Bild oder bist du ein Bild? Bist ein Bild. Hui. Wenn das so weitergeht, landen wir im Wald und nicht im Turm. So weit Osten, wie wir gehen. Ah, das sieht doch gut aus. Oh. Kaputt, 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 kaputt. Sehr schön. Oh. Oh. Genau, der Boss macht genau sowas. Aber der hinterlässt noch Flammen auf dem Boden. Komm, stirb. So, ist nur eine Frage, wo der Boss ist. Oh, Stacheln. Zack. Ah, bist du ein Doom irgendwas? Gucken wir später. Jetzt müssen wir die Jungs hier umbringen. Du bist kein Doom-Dingens.
Kaputt. Mhm. Das geht richtig gut mit dem. Ich fange an, den zu mögen. Also, bin halt skeptisch wegen den wenigen Lebenspunkten, aber er hat so viel Umf, das ist echt... Wow. Oh. Ja, nee, das muss ich mir nicht unbedingt geben. Oh. Ah. Braucht mehr Lebenspunkte. Also wenn wir den Porter finden, Quatsch, den Zugang finden zu dem Boss, müssen wir unbedingt erstmal in das Einergebiet und da ein paar Lebenspunkte abgrasen. So. Oh, Pinkchen. Oder auch nicht. Wir sind schon fast wieder auf 200. Aber was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir könnten rechts weiter. Oder wir könnten kurz den einen Raum da unten links abgehen. Aber ich bin nicht wirklich hier, um Loot zu machen. Ich bin hier, um einen Boss zu töten. Also schauen wir hier weiter. Du bist kein Boss. Aber du bist ein Hühnchen. Komm hoch. Komm hoch. Feigling, Feigling, komm hoch. Trottel. So. Ranger Sword. Das wird hoffentlich einfach nur mehr Schaden machen. Das wäre toll. Was zur Hölle ist das da oben? Au. Okay. Wow, wow. Das ist mal was Garstiges Neues. Also schön, dass das Spiel immer wieder so Neuigkeiten aufwartet, aber übel. Richtig übel. Du bist eine Kiste? Ja, du bist eine Kiste. Du bist keine Kiste. Und da oben ist noch ein doofer Scharfschütze. So. Du bist auch kein Bild, du bist ein irgendwas Trade. Oh, 3118 Gold. Volle Lebenspunkte. Soweit, echt gut. Anstürmen, tothauen. Alle Gegner besiegen. Das tue ich doch gerne. Oh. Oh, 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 oh. So, hier sind bestimmt noch viel mehr Bilder. Genau. Oh. Ich sollte nicht zu viele von denen auf einmal wecken. Genau deswegen. Jetzt haben wir noch mehr Kugeln hier rumfliegen. So, komm her, du was. Hm? Wow. Au, au, au. So, zwei Ritter noch. Und noch einer. Ah, komm. Weg, 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 weg. Au, 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 au. Kommt ihr auf einmal her? So, jetzt aber. Ich will doch bloß die Truhe hinten öffnen. Und das waren nicht alle. Irgendwo ist hier noch ein... Da. Oh. So. Jetzt. Siphon-Rune für einen Helm. Siphon war Blutsaugen, richtig? Ich glaube schon. So, jetzt geht mir mit dem Teleporter zum Boss. Nee. Aber Hühnchen ist fast genauso gut. Ah. Nix da. Kaputt. Oh. Ne, 141 Lebenspunkte. Oh. Ja, 148. Nee, ist okay. Ja, wo zum Geier versteckt sich der Boss jetzt? Ah, bist kein Doom was, okay. Du bist auch kein Doom was. Oh, viele Augen. So, du bist
ist kaputt. Oh, 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 oh. Au. Da weiche ich schon den Pfeilen aus und laufe dann direkt in den Typen mit dem Bogen. Aber na gut. Gold, 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 Gold. Sehr schön. Hühnchen wäre schöner. Komm, du kommst auch noch mit. Und jetzt Boss. Oh. Komm hoch. Komm runter. So. Ja. Der hat langsam keinen Platz mehr. Und wenn das so weitergeht... Nein! Ich will die Notiz nicht lesen. Da drin könnte stehen, dass er den dritten Boss umgebracht hat. Und dann wäre er weiter als wir. Aber na gut. Eintrag 14. Ich habe methodisch alle Dämonen in diesem Raum für meine Queste umgebracht, um den nächsten Guardian umzubringen. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Unter anderem. Als ich den Turm betreten habe, habe ich gefühlt, wie die Zeit stillstand. Oder ist es vielleicht die Höhenangst? Ich hatte niemals... Also ich konnte die Höhen niemals gut verkraften. Oder etwa doch? Also er hat Angst vor dem Dunkeln, er hat Angst vor der Höhe. Und er isst gerne Pilze. Ich finde es immer schwerer, mich an die Vergangenheit zu erinnern. Sehr schön, er hat den nächsten Guardian noch nicht umgebracht. Das können wir also noch machen. Guardian Bracer. Guardian waren die, die weniger Lebenspunkte haben, aber dafür mehr Rüstungsschutz. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Weil mehr Lebenspunkte heißt ja auch, man kommt mehr Lebenspunkte durch die Hühnchen zurück, zum Beispiel. Also, So, und anscheinend sind wir vollkommen falsch gelaufen. Und der eine Raum links, den wir überspringen wollten, weil wir ja eigentlich direkt zum Boss wollten, da scheint der Boss zu sein. Schön, ne? Nämlich hier. Nein, noch ein Tagebucheintrag. Eintrag 15. Ich erinnere mich daran, ein berühmter Abenteurer gewesen sein. Meine Nahkampffähigkeiten waren höher als alle meine Brüder. Dessen bin ich mir sicher. Während sie sich in die Bücher vergraben haben, habe ich Briganten und Monster getötet. Ich habe mich immer gewundert, warum mein Vater sie bevorzugt hat. Ist es nicht genau umgekehrt wie in den Märchen? Das Glück favorisiert den Tollkühnen, nicht den Intellektuellen oder irgend sowas in der Richtung. Ich würde mich freuen, meine Brüder zu sehen, wie sie das hier probieren. Das ist echt ein ganz schönes Arschloch. So, fliegen. Oh, nicht so hoch fliegen. Und hier wäre der Boss. Sehr schön. Aber wie gesagt, vorher müssen wir... Nein! Wo bist du jetzt hin teleportiert? Du bist ja fast richtig. Das war nicht geplant. Warum machst du sowas? Weil ich so gedrückt habe. Ja, aber davon mal ab. Oh, 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 oh. So. Hier hatten wir doch eigentlich ein paar Gegner übergelassen, oder? Rechts und runter. Hallo Bild. Tschüss Bild. Hier ist Gegner. Sehr schön. Ach, hier war der alte Boss. Aber das blödet Hühnchen. Das ist schon mal gut. Und Mana könnten wir auch gebrauchen. Weil ein Fernkampfangriff ist schon ganz praktisch bei dem Boss. Nein, schon wieder ein Eintrag. Komm, hört auf damit. Ich will den Gegner jetzt umbringen, bevor du mir sagst, dass du das schon gemacht hast. Eintrag Nummer 16. Was ist, wenn bereits Jahre vergangen sind, seitdem ich zum ersten Mal hier reingekommen bin? Es ist wohl wahr, dass ich immer besser werde dabei, die Monster umzubringen. Aber es kommt mir so vor, als wenn ein Jahrzehnt vergangen wäre. Ich habe es vergessen, was meine eigenen Brüder oder meine Rasse aussieht. Was, wenn sie denken, ich habe versagt?
Was ist, wenn einer meiner Brüder es geschafft hat und die Heilung gefunden hat? Und was, wenn ich sie für ein Monster gehalten habe? Nee. Ich habe so den leichten Verdacht, dass der Endgegner einer von uns ist. Also einer von den Rittern. Oh.